Amerika, schnelle Maschinen, Freiheit. Das war Brunos Leben. Bis zu diesem Tag vor 40 Jahren, als ein Auto ihm auf dem Motorrad die Vorfahrt nahm. Da haben sie mich dann aufgeschnitten und haben gesehen, der Aorta ist gerissen. 6 Rippen in den Lungen gesteckt, Leberriss, Schädelbasisbruch. Also mehr geht nicht. Also eigentlich alles. So wie wenn ein Zug dich überfahren hätte. Ja? Ich war in Koma und ich bin aufgewacht, kurz. Also, und da hat irgendeine Schwester den Arzt gefragt, ja, kann der noch mal laufen oder so? Und dann hat der gesagt, nee, der wird nicht mehr laufen. Es folgen Suizidgedanken. Erst betäubt er sich mit Alkohol, am Ende mit Heroin. Dann plötzlich hat Bruno die Chance, einen großen Wunsch zu verwirklichen. Das war damals so, dass ich ja nicht mehr wusste, wo rechts und links ist, ungefähr. Ne? Und wenn man da nicht weiß, was man so tut, dann sucht man sich eine kleine Welt. Diese kleine Welt liegt in München-Feldmoching. Hier eröffnet Bruno eine Country-Kneipe und gründet eine Band. Hallo Rhinosay, ich bin der Bruno. Ja, so gefällt's mir. Vielleicht hat das Rattlesnake Bruno das Leben gerettet. Ein Lebenstraum jedoch scheint für Bruno, der in Rumänien geboren wurde, für immer verloren. Denn er ist ab dem 6. Wirbel querschnittgelähmt. Als ich vielleicht 5, 6 Jahre alt war, bin ich vom Haus gesprungen mit so Brettern an den Armen. Und hab gedacht, ich kann so fliegen wie Otto Lilienthal, also schweben. Das hat mir natürlich den Arm gebrochen. Erst sagen alle, das ginge nicht. Doch Brunos Wille zu fliegen ist stärker. Schließlich findet er in Landshut einen Fluglehrer, der wie er daran glaubt. 25 Jahre nach seinem Unfall meldet sich Bruno zur Pilotenprüfung an. Dann hat es geheißen, nur wenn sie alleine einsteigen können, kriegen sie einen Schein. Und dann habe ich gesagt, was ist das für eine Schlussfolgerung? Dann könnte ja sagen, jeder, der einsteigen kann, kann auch fliegen. Als der erste Rollstuhlfahrer Deutschlands macht Bruno eine Privatpilotlizenz. Auch wenn es für ihn leichter ist, wenn ihm seine Frau Gabi hilft, einzusteigen. Fliegen kann er mit Hilfe einer speziellen Handsteuerung allein. Schon könnte es losgehen. An diesem Tag leider nicht, denn Brunos Flugzeug wird zurzeit überholt. Doch wenigstens mal wieder drin sitzen. Mein schönster Moment war, als ich das erste Mal alleine geflogen bin. 2004 hebt er zum ersten Mal mit seiner eigenen Cessna ab. Wie Icarus oder was weiß ich, Phoenix oder so, ne? Wenn man sich aus der Asche erhebt und fliegen kann, das ist schon wahnsinnig. Ich, der jetzt am Boden wie ein Reptil kriechen muss schon fast, ne, kann plötzlich selbstständig fliegen und das ist für mich das Höchste. Wie Phönix aus der Asche. Bruno verkörpert den Mythos, wie man es sich besser kaum vorstellen kann. Aber woher nimmt er seine positive Lebenseinstellung? Unser Leben ist wie der Weg zum Schafott, weißt du? Wir gehen alle irgendwo einmal zur Guillotine. Und der Weg dahin kann sehr dornig sein, er kann auch kurz sein, es kann regnen oder auch nicht, aber den Weg hin sollten wir mit Freude gehen. Jeder Tag ist gut. Jeder Tag, egal wie du bist. Jeder Tag, wo du lebst, das Leben ist einfach sehr viel wert. Wahnsinn!